Viele Pokémon-Fans waren bei der Direct enttäuscht, als kein neues Pokémon-Spiel angekündigt worden ist. Warum das so ist und worauf ihr vielleicht sogar in nächster Zeit hoffen könnt, das erkläre ich euch in diesem Video. Bei vielen Pokémon-Fans war die Enttäuschung groß, als kein neues Spiel für die Nintendo Switch angekündigt wurde. Die Nintendo Direct war dabei keinesfalls schlecht. Titel wie Link's Awakening als Remastered-Version auf der Nintendo Switch und Super Mario Maker 2, also ein Folgetitel, wurden angekündigt. Es war also eine relativ solide Nintendo Direct, die aber zwischenzeitlich doch etwas schwächelte. Viele fragen sich natürlich jetzt zu Recht, war das nicht die Gelegenheit, Pokémon für die Switch anzukündigen? Meine Antwort hierauf ist ein klares Nein und das hat vielerlei Gründe. Zum einen steht uns noch ein sehr wichtiges Datum im Pokémon-Universum bevor, nämlich das Jubiläum von Pokémon. Wie jeder Pokémon-Fan wissen sollte, ist am 27. Februar 1996 die rote und die grüne Version auf dem japanischen Markt erschienen. Das Datum ist in 10 Tagen und deswegen auch in keiner so weiten Ferne und würde sich zu einem Release für ein neues Pokémon-Spiel sehr gut eignen. Da wir übrigens immer noch nicht wissen, ob es sich um ein Remake oder ein neues Spiel handelt, kann es auch sein, dass die eigentliche Nintendo Direct, die Pokémon ankündigt, wesentlich später kommt. Omega Rubin und Alpha Saphir, die letzten Remakes, wurden erst im Mai angekündigt und im November veröffentlicht. Das ist zwar jetzt auch schon fast 5 Jahre her, jedoch zeigt es, dass Pokémon-Spiele nicht unbedingt im Februar angekündigt werden müssen. Zu guter Letzt wäre da noch die Tatsache, dass die meisten Ankündigungen von Pokémon meistens nun in einer Pokémon Direct stattfinden. Plant man die neuen Spiele tatsächlich in einer Pokémon Direct anzukündigen, ist es nicht verwunderlich, dass in einer Nintendo Direct kein Thema von Pokémon angeschnitten wird. Letztlich sind es die drei Gründe, die ich festgestellt habe, welche dazu geführt haben, dass noch kein Pokémon angekündigt worden ist für dieses Jahr. Aber Meinungen gehen bekanntlich auseinander. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr vielleicht eine Vermutung oder sogar eine Theorie, warum die Pokémon-Spiele nicht auf der Nintendo Direct angekündigt worden sind? Das könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf eine Diskussion gespannt. Wie immer, liken, hypen nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das nun mittels des Abonnieren-Buttons gerne tun, um keine weiteren Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.